ich hier so alles so sitze irgendwie so. Also, naja, der M2 ging es ja schon gut los. Das ist ja einfach mal nur geile Kiste, wa? Das muss man ja einfach mal sagen, wa? Weil jetzt irgendwie der GT4, das war ich auf jeden Fall. War ja, da echt, geht kaum was drüber, denke ich. Ja, naja, aber oh Gott, irgendwie, also ja, wie soll man sagen? Irgendwie so, das ist einfach auch echt richtig schick. Das ist bei hier echt Carbon, ne? Selbst auf dem Motor oben auf der Abdeckung ist echt Carbon drauf. Da langsam aber auch ganz schön zu. Etliche 100 Euro Aufpreis ist er für den. Und was jetzt echt interessant ist, irgendwie, wie unterschiedlich sich die Autos anfühlen. Ja, ne? Also, das ist aber auch so, Thomas hat da für sich genau das Richtige gemacht mit dem Mac-Triebler, mit dem BMW. Und bei mir ist das hier mit dem Allrad genau das Richtige. Ja? Also, es sind unsere beiden Stile zu fahren. Ich mag das, möglichst stabil zu bleiben, und er mag es gerne mit der Hinterachse zu spielen. Und das ist genau richtig, genau auf den Punkt. Und im Grunde genommen, im Ganzen nehmen die beiden sich nichts. Oder nicht viel. Das ist eine andere Geschmacksrichtung von Schnellfahren. Ja, ja, deshalb sehen wir, dass wir jetzt hier noch ein paar schnelle. Gucken wir mal, was noch so Schnelles kommt. Aber ich habe ja auch schon den Eindruck, der liegt irgendwie, man merkt irgendwie, der scheint so richtig auf seinen vier Rädern zu stehen und zu fahren. Irgendwie so in einer, irgendwie so, ja, mehr so, Ruhe, mehr Souveränität irgendwie so. Also der Kauf teilweise wie auf Zahnrädern in die Schienen rein, das ist, in die Kurven rein. Das ist schon beängstigend. Wenn dann das Torque Vectoring wirklich einsetzt und es reißt ihn dann wirklich rum, da denkst du, das geht doch gar nicht. Was macht die Physik jetzt hier in dem Moment? Aber es ist natürlich irgendwo auch Ende dann. Ja, das eben, das war so dieses typische Quattro-Gefühl. Also was man auch früher bei den Urquattros hatte. Es geht einfach nach vorne. Du merkst richtig, wie die Karosserie so ein bisschen nach hinten fällt und alle vier Räder nach vorne rücken. Ja, und bei den Hecktriebler merkst du dann halt, irgendwas zerrt am Heck. Ja. Es fühlt sich anders an. Und das eben bei der Fahrbahn jetzt hier mit so leichter Feuchtigkeit, hätten Hecktriebler schon angefangen, eine Reflexionskontrolle zu orgeln. Toms Reifen nicht so hochschmeißen. Die hat der neue Reifen drauf. Die alten waren schlimmer. Ich hoffe, es waren nicht die gleichen. Natürlich auch schön, irgendwie bei Feuchtigkeit drauf nochmal Gas geben zu dürfen. Das ist der Brenner auch im Winter. Ja, Glatteis, Schnee. Ich habe ja nur noch den Golf R, den ich im Alltag da nehme im Winter. Das ist so souverän. Du fährst um alle Kreise. Dieses Geräusch. Jetzt auf dem Mäntelpark. Sozusagen die Serpentinen, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Habe ich auch schwitzige Hände bekommen. Warum als Beifahrer? Und, okay. Aber ey. Also, das war nur. Im Nervensystem. Genau, das war also eine Reaktion von mir. Und es war einfach nur, wenn es wohl irgendwie anspruchsvoll wird, irgendwie kriege ich schwitzige Hände. Selbst als Beifahrer. Ja, aber es war geil, also nicht jetzt, dass ich die Scheiße angeführt habe, schon mal gar nicht. Aber da fand ich interessant, mich irgendwie. Also ich werde wohl Handschuhe brauchen. Als Beifahrer, total geil. Aber das sind dann auch Sachen, die du wahrscheinlich nicht wegtrainieren kannst. Nee. Das ist wirklich zentral im Hirnvergraben, im Hirnstand. So, dem Motto, jetzt wird es spannend, jetzt. Ja, einfach akzeptieren. Ja, nee, kann ja auch nichts machen. Das war ja tatsächlich alles gut. Und es war ja eben interessant irgendwie so, dass ich das selbst bekomme irgendwie.
wenn ich nichts tun muss und wenn es sich auch noch gut anfühlt, weil ich meine, es hat sich einfach gut angefühlt in dem GT4. Das war jetzt nicht so, dass ich da Angst bekommen habe. Erstmal, weil das Auto sich eh schon gut anfühlt und weil der Peter natürlich auch einfach fahren kann. Das musst du bei so einem Auto auch. Ja. Ein gewisser Grundstamm muss da sein und danach erarbeitest du dir mit diesem Werkzeug den Rest. Und wenn man dann trotzdem als Beifahrer spitze Hände bekommt, dann muss es irgendwie wahrscheinlich, oder wahrscheinlich so nach dem Motto, scheiße, jetzt müssen wir eigentlich selber fahren. Vielleicht war es der Schwein sozusagen eigentlich so. Ja, nee, das war eine interessante Reaktion. Die endlich auch eine vernünftige thermische Anbindung an die Radnabe haben. Vorher waren die gestiftet, fast keine metallische Verbindung zur Radnabe. Also das hat man schon als Kühlmöglichkeit verschenkt. Wenn man im Vorderwagen schon keine Kühlluftöffnung vorsieht, ja, dann muss man wenigstens da was machen. Aber das funktioniert jetzt. Naja, die müssen sich einfach selber kühlen. Also ich würde eigentlich die Radnabe da gar nicht so viel abführen wollen, weil wo sollen die dann irgendwann, wird die jetzt so heiß? Die muss einfach ordentlich belüftet sein. Die Felgen sitzen ja rangeschraubt mit großer Fläche, die verlieren das ab. Du nutzt die Felgen als Kühlkörper. Ach so, die Felgen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja. Aber dann, das ist verschenktes Potenzial. Na, die müssen ja aber trotzdem die Kühlung. Ich habe sowas mal als Diplomarbeiter habe ich sowas mal simuliert und mit Messergebnissen abgeglichen, weil wir da an der TU Berlin halt so ein Labor hatten, die Bremsen getestet haben, also Bremsscheiben. Ja, so. Und daher weiß ich, also bei einer Vollbremsung irgendwie, es geht halt alles voll in die Scheibe. Wa? Und so. Und danach muss ich irgendwie schnell dann abführen. Wa? Ja, du darfst die Damen nicht zum Glühen bringen, du darfst keine 800 Grad da reinleiten. Also es ist eine Frage, wie viel bindest du an? Ja, aber ein vernünftiges Maß, du kannst das mit nutzen. Und naja, und bei der ersten, es geht alles in die so schnell. Also du brauchst dann einfach eine gewisse Masse in der Scheibe, wo die Energie erstmal reingehen kann.
Sportabgasanlage rausgearbeitet haben. Manche sagen, das ist der Achtzylinder des armen Mannes. Ja. Vom Geräusch, ja. Gibt es ja auch sein. Das ist dann irgendwie der Achtzylinder, ist dann der. Ist dann auch irgendwie der 12-Zylinder des armen Mannes. Also nee, rein vom Geräusch. Also der hört sich so ein bisschen nach einem V10 an von Lamborghini. Ein bisschen aber auch was von einem V8, einem amerikanischen. Und im Endeffekt ist es genau 5-Zylinder, wie man es kennt, seit über 40 Jahren. Oh, ich glaube, die Flasche ist verrutscht. Von der Hand geht. Also ich bin weit von Stress entfernt. Macht einfach nur Laune. Yes. Ja gut, das verschenke ich jetzt gerade. Sozusagen das eigene Erfahrung sammeln. Aber dafür hier mitfahren, das ist einfach geil. Wo hat man mal die Chance? Das muss man einfach mal sagen, so wie ihr die Autos bewegt, irgendwie so, da merkt man ja auch irgendwie so, dass da auch einfach Rennstreckenerfahrung mit dabei ist. Das ist Schmutz. Bin auf Montag gespannt, wie viel neue Einschlaglöcher ich vorne finden werde. Ja, da wird jetzt schon noch mal was kommen. Da waren alle vier abdrehen. Nicht hingucken. Das kannst du halt mit so einem Display da oben machen. Oh! Da geht doch. Ja, Feuchtigkeit. Ja. Den hat er aber gut. Ja. Ich weiß nicht, ob er das selber war oder ich. Oh, geil. Sofort wieder angestellt. Stehen, junger Mann. Es wird langweilig. Oh. Leute, passt auf, Leitplatten sind hart. Ja, also. So geht das. Na, ich weiß nicht, ob man nicht eben schon rote Ohren hatte, als er da so nah an die Wand rankam. Oh. Da war ja einer. Ja. Gegenverkehr gibt es ja auch scheiße. War doch gar nicht eingeplant. Hat man so lange. Ich dachte, die Strecke ist abgesperrt. Ja.
nice. Sehr geil. Ey, meine Fresse. Wie das Auto einmal so den gemacht hat. Aber da merkst du, dass der Allrad wirklich, das ist wie ein gespannter Muskel. Sehr geil.